Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Conquest. Heute mit Bismarck. Also das Schiff heißt Bismarck. Und ich habe wieder den Scout gewählt, weil ich den am coolsten finde. Ich kann aber auch gleich nochmal andere Klassen vorstellen. Ich weiß aber, dass hier oben auf jeden Fall. Genau. Ein Punkt ist. Was war das denn? Habt ihr das eben gesehen? Da war doch eben so ein komischer Typ. Keine Ahnung. Warst du das? Entilein? Ach, den kenne ich auch noch aus der alten Folge. Hallo. Dich kenne ich. Ich habe dich da getötet. Oh Gott, was ist hier los? Granate! Na, stirbt irgendwas? Keine Ahnung. Wir schlagen einfach mal rein. Oh, die Map ist auch richtig cool als Scout, weil. Oh Gott, wir werden sterben. Ja, wir werden auf jeden Fall. Wieso haben wir wieder volle Leben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da oben ein blauer Typ. Weil man kann die hier eine einfach runterkicken. Und dann sterben die. Dann muss man die gar nicht erst besiegen. Da haben wir den Phoenix Rider getötet. Den guten alten Phoenix Rider. Das heißt, ich muss ja eigentlich nur am Geländer stehen bleiben. Und wenn die dann hier ankommen, dann kann ich einfach rüberkicken. Stirb! Haha! So, der sollte weg sein. Na? Stirbt er? Wahrscheinlich. Und so kann ich nämlich die Tanks auch viel besser töten. Deswegen ist Tatooine eigentlich. Nicht Tatooine. Deswegen ist Bismarck eigentlich richtig cool. Der war irgendwie auf K, das tut mir leid. So. Runter mit dir! Runter vom. Oh Gott. Runter vom Deck! Oh nein. Okay, helft mir lieber unserem Team. Die haben hier Probleme. Oh, okay, ich habe Probleme. Der Flieger hat mich auf dem Schiff getötet. Ich kann ja auch mal zeigen hier mit dem. Wir sind rot. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach Rechtsklick drauf machen. Dann laggt es allerdings immer rum, was ich richtig blöd finde. Bei jedem Teleport bei mir. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Dann kann man gar nicht mehr spielen. Deswegen bringt das irgendwie gar nichts, wenn ich mich teleporte. Weil es dann immer rumlaggt. Ah, mein Gott. Hör auf, rumzulaggen. Ich weiß nicht, ob das am Scout liegt allgemein, weil der immer so schnell ist. Ja, guck mal, jetzt kann ich wieder nichts machen. So. Oder ob das an den Teleport liegt, der irgendwie blöde programmiert ist oder was? Ach, das ist ein Techniker oder was? Möglich? Ich dachte mal, das wäre dieser Biohazard, aber anscheinend nicht. Hallo, runter mit euch! Oh Gott, das ist. Ah! Das war auf jeden Fall ein Pyro. Böser Pyro. Und deswegen teleportiere ich mich auch eigentlich nie, weil das halt blöd ist. Dann muss ich quasi noch länger warten und kann nicht spielen, als wenn ich einfach laufen würde als Scout. Und ja, wir mit unserem Beil schaffen das auch so. Und mit dem Speed 3 Boost, pff, sind wir in 5 Sekunden da drüben. Ey, das ist mein Punkt. Hörst du wohl auf, mein. Achso. Ach, du bist Entilein. Oder wie du heißt. Was? Entitentum. Entiiten. Was auch immer. Mischen wir hier mal ein bisschen auf. Ich möchte die am liebsten einfach runterschubsen. Vom Schiff. Da, ich helfe dir, in deine Base zurückzukommen. Bitteschön. Der steht perfekt. Den holen wir uns. Warte, warte, warte. Nein, hör auf zu laufen. Nein, nein, du kommst da nicht hoch. Nein, nein. Du kleines rotes Monster, kommst da nicht hoch. Das ist meins. Meine Leiter. Da darf nur ich hoch. Hey, wie kommt man denn? Ach, stimmt, man kann auch da unten hin, aber da kann man eigentlich nichts mehr machen. Wenn man hier runterspringt, dann kann man sich noch retten. Und der hat sich anscheinend gerettet. Ja, ich will jetzt ungern runter, weil ich dann sterben würde. Und irgendwie. Oh, das blaue Team ist diesmal gar nicht so schlecht. Wow, amazing. Ah, genau, hier ist auch so ein Kuchen. Das ist, glaube ich. Hey. Diese Kuchen sind, glaube ich, dass man ein Leben dazu bekommt. Halt Medikits. Ah, da hat er den Kuchen gegessen. Oh, das hat dir nichts geholfen. So. Komm her, du. Ich will diesmal auf der Top-Liste sein. Diesmal strenge ich mich an. Das ist ja schon wieder das Monster. Haben wir auch bekommen. Oh nein, da kommen mehr. Okay. Runter mit euch. Ich habe Angst vor diesen Druckplatten. Und da ist er weg. Sehr schön. Wir haben leider nicht mehr viele Leben. So, den kriegen wir auch noch runter. Ja, perfekt. So, der sollte auch tot sein. Das ist das Witzige an dieser Map. Voll als Scout. So, alle runter mit euch. Runter mit dir, habe ich gesagt. Schade. Hätte ja klappen können. Wie viele Punkte haben wir eigentlich? Eben hat man das noch gesehen, jetzt nicht mehr. Aber das blaue Team ist wirklich nicht schlecht. Das ist ganz schön ausgeglichen diesmal. Das ist selten, dass das so ist. Oh nein, Glaskuchen hat das Spiel verlassen. Brrr, das wird ja richtig spannend hier. Holen wir erstmal den Punkt. Was macht eigentlich diese Red Torch Fackel? Weiß ich nicht. Brrr.
Kann man eigentlich auch irgendwo sehen, welche Punkte einem schon gehören, außer am Anfang? Oh, okay, der ist runtergefallen. Oh Gott, so viele Gegner. Gerade hatte. Au. Oh, da kann man doch bestimmt irgendeinen runterschubsen. Und wem gehören diese Druckplatten hier? Oh. Hoffe, an irgendeiner sterben? Nö. Ach, die gehören hier hin, die gehören zum Schiff. Jetzt fällt mir das erst auf. Das ist ein stilistisches Mittel. Stilistisches Mittel. So. Fällt da runter? Nee, schade. Falle runter, los. Aber dann du. Ja, perfekt, tschüss. Bye, bye. Oh. Oh, ich wollte auch runterfallen. Meadow. Wieso sehen wir unsere Punkte nicht? Sehen wir die erst, wenn wir irgendeinen getötet haben, oder wie? Ich wundere mich auch, warum so wenig nur Scout spielen. Ganz ehrlich. Die meisten spielen irgendwie irgendwas, das viel Schaden macht. Ja, cool. Ja, gut. Okay, habe ich mir gerade selbst beantwortet, warum den so wenig spielen. Aber was bringt diese Wet Touch-Fackeln? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass es auch so eine Art Mine ist. Stimmt, ich glaube. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht sind das die Minen. Okay, der ist runtergefallen. Ich weiß nicht, ob durch mich oder nicht, aber er ist auf jeden Fall... Ja, ist durch mich runtergefallen. Sehr schön. Der auch. Oh, na. Egal, wir töten alle durch runterfallen. Tod durch runterfallen. Oh, oh. 109 zu 108. 100, oh, Ausgleich. Okay, wir sollten vielleicht mal ein paar Punkte einnehmen. Eventuell den da ganz oben. Wäre vielleicht nicht ganz so schlecht, statt die ganzen Leute hier mal runterzukicken. Okay, wer nimmt hier meinen Punkt ein? Ey. Oh Gott, der macht ja Schaden. Nee. Du fällst runter. Tschüss. So geht das nicht. Da hatte ich kurz Angst, dass der nicht von uns ist. So. Oh, der hat noch getroffen mit seiner... Mit seiner blöden Feuergranate. Dafür gibt's Rache. Rache. Du bist gar nicht, du bist bei mir. Und kommt auch nicht selten vor, wenn man Scout spielt, dass sie einen als Hacker bezeichnen, nur weil man so schnell ist und sie einen nicht treffen. Weil entweder ihr Ping zu schlecht ist oder ja, sie halt nicht hinterherkommen. Aber Speed-3-Waff ist natürlich auch echt krass. Hier Klassen was? Oh nee, ich brenne. Oh nee, gibt's hier irgendwo Wasser? Okay, ich bin auf jeden Fall tot, ja. Tschüss, grausame Welt. War schön mit dir. Grausame Welt. Nein, das blaue Team führt. Oha. Okay, die drehen da jetzt richtig durch. Okay, wir sollten uns vielleicht wirklich mal auf die Flaggen konzentrieren, denn dadurch bekommt man eigentlich viel schneller die Punkte. So, hallo, du bist bei mir, oder? Ja. Okay, ganz oben die Flagge haben wir auch. Ja, das ist halt das Doofe. Ich bin eigentlich Scout, das heißt, der Scout ist eigentlich dafür da, die ganzen Flaggen einzunehmen und nicht Gegner zu töten. Und was mache ich? Ich töte einfach die ganze Zeit nur Gegner. Aber gut. Jeder wie er will. So, da hast du eine Granate. Oh nee, ich brenne schon wieder. Immer dieser blöde Pyro. Pyro ist auch richtig cool in Team Fortress. So, jetzt langt's mir. Ich weiß immer noch nicht, was diese Kettenhemden-Typen sind. Achso, ich wollte mal... Ich zeig mal neue Klassen hier. Was können wir denn sonst noch so spielen? Was wäre denn witzig? Ingenieur, Supporter, Medic... Pyro. Spiel doch mal Pyro. So, oh, der Pyro ist so richtig langsam. Sprungkraft haben wir aber wenigstens. Okay, wir können auf jeden Fall höher hüpfen. Und er hat halt zwei Feuergranaten, wie gesagt. Und was ist das für ein Schwert? Holzschwert oder Steinschwert? Sieht aus wie ein Steinschwert. Nee, sieht aus wie ein Holzschwert. Holzschwert, wir haben Holzschwert. Dafür machen wir aber... Oh Gott, sind wir langsam. Das hasse ich daran. Wenn man Scout spielt und dann was normal ist, dann fühlt man sich so richtig, richtig langsam. Zeitlupenattacke. Wenn wir jemanden angreifen, dann geht er in Feuer auf. Und verbrennt vielleicht. Autsch, das tut weh. Okay, dafür ist natürlich Featherfalling ganz gut. Boah, sind wir langsam. Ich fühle mich richtig wie so eine Schnecke. Eine Panzerschnecke. Ich bin gleich da. Keine Sorge. Oh Gott. Hier können wir mal eine Granate reinwerfen. Und so eine auch noch. Einfach alle Granaten. So. Brennt. Brennt, ihr Gegner. Wir brauchten ja nur 2 Minuten, bis wir hier sind. Brenne. Wieso brennt er nicht? Ich habe ihn noch getroffen. Oh, das kann sein, dass der Feuerschutz hat. Pyros haben Feuerschutz. So viel ist klar. Das heißt, die kann man nicht anzünden.
Alle anderen eigentlich schon. Brenne, 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 alle brennt, brennt. Nämlich ja viele Leben, ich bin gleich tot. Oh Gott, ich will nicht sterben. Meh. Nee, also der Paibo ist irgendwie doof. Spielen wir mal den Tag, der ist noch langsamer. Okay, da teleportiere ich mich jetzt aber. Was gehört denn uns? Gar nichts. Wir verlieren doch. Okay, Moment. Ich muss mal kurz mein Team retten. Oh oh. Oh, das wird wirklich voll knapp. Okay, hätte ich nicht gedacht. Aber wir haben 300 Punkte. Das ist doch schön. Haben wir schön viele Punkte. Lol. Uns geholt. So, der wird uns garantiert runterschubsen wollen. Schafft aber nicht. So, das wird mein Punkt. Geh weg, du. Geh weg. Die sind zu... Wow! Zum Glück haben wir Feather Falling. Okay, haben wir bekommen. Wir haben noch 2 Leben. Das ist nicht gut. Ah, nee, da ist der. Komm, geh da hoch. Du als erstes. Okay, ich folge dir. Pow! Oh, schade, hat er bekommen. Gut. Wie sieht's aus mit den Punkten? 41. Was? Wir verlieren ja echt? Oh nein, wie geht das denn? Wie konnten wir denn jetzt so viele Punkte verlieren? Oh nein, rotes Team verliert. Kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nein, nur wegen dir. Ich muss dich töten. Oh. Ja, gut, ich glaube, ich habe verloren. Das war so knapp die ganze Zeit. Das blaue Team hat mal gewonnen. GG. Aber wir sollten recht weit oben sein. Ja, sogar erster Platz hier. Yay. Okay. Hat sogar das blaue Team gewonnen. Ich glaube es ja nicht. Ja gut, aber die hatten ja auch Millennium HD. Mit Millennium HD kann man ja auch nur gewinnen. Ja, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. War jetzt zwar nur eine Folge, aber die ging recht lang, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.